Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 26. Februar 2018? Heute ist wieder ein Schicksalstag. Was meine ich damit? Wir Menschen haben Wünsche, Träume, Sehnsüchte, Visionen. Es gibt Menschen, die daran glauben und die sind davon überzeugt, dass sie das auch erreichen. Die geben das auch nicht auf. Und die sind außergewöhnliche Menschen mit großem Erfolg. Aber wir haben auch die Möglichkeit, unsere Träume zu leben. Und es gibt Schicksalstage, wo das beeinflusst. Entweder sind wir ganz nah zu diesem Traum oder sind wir ganz weit davon entfernt und glauben nicht mehr daran, dass erreichbar ist. Und dann sind auch entscheidende Tage, wo das entweder bewegt sich in Richtung, dass wir das auch erreichen, wenn wir das Ziel setzen und wir sind immer näher, um unsere Träume zu verwirklichen, unsere Vision zu leben, oder werft uns etwas zurück. Und diesen entscheidenden Tagen fangen wir auch an zum Zweifeln oder kommt ein Einfluss von außen, ein Gespräch und es werft uns zurück, weil plötzlich geben wir unsere Träume auf. Das alles hängt zusammen mit der Mondbewegung. Und heute ist auch ein Schicksalstag, also heute ist spürbar, dass wir Wünsche haben und Sehnsüchte haben und Träume und Visionen. Und heute, in diesem Schicksalstag, sind wir ganz nah, dass das realistisch wird, dass wir daran wirklich fest glauben, dass wir das auch erreichen können. Und es ist mal was sehr Positives und solche Tage sollen wir auch nützen, das zu befestigen oder unserem Glauben zu befestigen, dass wir wirklich in diesem Ziel bleiben. Und wie sind die Bewegungen von Sonne, Mond und Planeten? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen und bekommt einen Einfluss von Skat. Diesem Stern Skat bedeutet übersetzt Wünsche. Also wieder das gleiche Thema, die Wünsche, die Sehnsüchte, die Träume, die Visionen und dass es erreichbar ist und das vermittelt auch die Sonne, die Klarheit, dass wir uns damit klar werden, welche Wünsche wir haben. Entweder da Gedanken machen oder aufschreiben, als Ziel setzen und dieses Ziel zu verfolgen. Also wir brauchen Ziele in unserem Leben. Dieses Skat befindet sich im Bärenstrom und das sind eine Gruppe von Sternen und sie bewegen sich in gleiche Richtung. Es ist nicht nur Skat, wo in diesem Gruppe von Sternen gehört, sondern auch der große Bär und kleine Bär und das kennen wir auch im Himmel. Man nennt auch große Wagen und kleine Wagen und genau hier im kleinen Wagen oder kleinen Bär befindet sich der Nordpol oder Polarstern, dient wieder zum Orientieren. Also wir brauchen Orientierung, wir brauchen Klarheit, wir brauchen Ziele. Und so ähnlich vermittelt das auch Sirius. Sirius bestrahlt unserem heutigen Mondbewegung in Tierkreiszeichen Krebs. Mond bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Krebs und bekommt einen Einfluss von Sirius. Diesem Stern Sirius befindet sich im Sternbild Großer Hund. Und dieser große Hund ist nichts anderes als der Hund der Orion. Orion ist im Himmel die himmlische Jäger. Und zu Orion gehört dieser große Hund. Und dieser große Hund zeigt auch eine Richtung. Der zeigt Richtung Nordpol, Richtung Polarstern, also wieder die Orientierung. Also wieder die Ziele, das symbolisiert unsere Ziele. Wir brauchen Orientierung in unserem Leben. Sirius ist ganz berühmt. Erstens ist die hellste Stern im Himmel. Aber nicht nur das,
Wegen dieser Helligkeit wurde natürlich immer verehrt, auch bei den Griechen, auch bei den Römern, auch bei den Babyloniern, auch bei den Ägyptern. Bei Ägyptern besonders wurde dieser Stern verehrt, weil Sirius verkündete immer den Nil über Flut und es war wichtig für die Ägypter, weil das war die Fruchtbarkeit, die Wachstum. Aber nicht nur bei den Ägyptern war dieser Sirius ein Einfluss auf die Landwirtschaft, sondern auch bei den Babyloniern. Wenn Sirius aufging, dann wussten sie, der Boden ist fruchtbar. Also haben das beobachtet. Bei den Babyloniern diente dieser Stern auch zum Kalendersystem. Also das ist dieser Sirius, wurde immer verehrt, zeigt eine gewisse Richtung und das ist die Polarstern und wir brauchen diese Richtung. Nicht nur Sirius bestrahlt die heutigen Mondbewegung, sondern auch Canopus. Und diesem Stern Canopus befindet sich im Sternbild Argo. Und dieser Argo ist nichts anderes wie ein riesengroßes Schiff, das Schiff Argo. Und mit diesem Schiff sind die Argonauten gefahren, das goldene Fell, die wieder zum zurückholen. Also dieser Schiff. Auch dieser Canopus, wo in diesem Sternbild Schiff Argo befindet, zeigt auch nochmal etwas, die Bewegung, die Reise. Entweder Ausland oder Reise oder ein Schifffahrt oder Geschäfte zu machen, etwas in Bewegung setzen, auch fruchtbaren Boden, das natürlich nicht direkt Canopus, sondern Sirius vermittelt das. Aber zurück zu Canopus oder Schiff Argo, etwas in Bewegung setzen, aktiv zu sein. Die Thema ist die Wünsche, die Sehnsüchte, die Träume, die Visionen. Und welche Tierkreiszeichen, wie wirkt das auf dem einzelnen Tierkreiszeichen? Oder welche Wünsche haben das einzelne Tierkreiszeichen? Oder besser gesagt, was ist möglich gerade zu verwirklichen? Was ist möglich gerade in Tat umsetzen? Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Fischen in Osthorizont auf. Und im gleichen Moment geht in Westhorizont unten die Tierkreiszeichen Jungfrau. Also ich beginne mit dem Fischengeborenen. Natürlich ist wichtig für die Fischengeborenen wahrgenommen zu werden, respektiert zu werden. Sie brauchen auch mal Glanz, Anerkennung. Sie möchten auch mal im Mittelpunkt stehen. Sie möchten auch in die Öffentlichkeit oder etwas zu zeigen. Außerdem brauchen die Fischengeborenen Sicherheit, Stabilität. Das sind auch Wünsche und das sind erreichbar momentan, weil wir sind heute mit diesem Schicksalstag ganz nah zu unseren Wünschen zum Verwirklichen. Also die Fischengeborenen können dafür sorgen momentan für Sicherheit und Stabilität. Viele Fischengeborenen warten auch eine Nachricht und sie möchten auch über Gefühle zu sprechen. Und die Fischengeborenen möchten auch glücklich sein in die liebe Partnerschaft und wünschen sich eine schöne Zuhause und brauchen auch Heilung. Also einige Fischengeborenen sind dabei, etwas zu bereinigen oder diese Heilenergie zu verspüren oder arbeiten in einem heilerischen Bereich, also im Gesundheitswesen. Und da möchten sie auch wahrgenommen werden oder Erfolge zu haben mit diesem Heilenergie, was in sich haben. Das sind die Wünsche und Sehnsüchte. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen kommt in die nächste Zeit einiges in Bewegung. Ein bisschen Geduld noch. Auch wenn momentan Einschränkungen da ist, werden diese Veränderungen kommen, kommt auch die Bewegung und auch die Erfolg. Weil die Wiedergeborenen werden in die nächste Zeit auch wahrgenommen und sie möchten auch wahrgenommen werden. Aber weil hier um die Wünsche, Sehnsüchte geht, was für Wünsche können die Wiedergeborenen gerade erreichen? Etwas Eigenes zu starten, wie zum Beispiel Selbstständigkeit oder eigenen Ideen umsetzen, einzigartig zu sein, weil sie verspüren gerade diese schöpferische Kraft. Für die Wiedergeborenen ist möglich gerade diese Selbstdarstellung.
Aber die brauchen auch die Ruhe oder eine ruhige, gemütliche Zuhause. Viele Wiedergeborenen haben einen Wunsch, Immobilien, eine Wohnung zu kaufen oder ein Haus zu kaufen oder mit Immobilien Geschäfte zu machen. Und Kinder spielen auch eine Rolle, gerade bei den Wiedergeborenen. Besserer Kontakt zu den Kindern oder ein Kinderwunsch. Natürlich, das sind auch Wünsche. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen haben sehr schöne Einflüsse. Sie können mit einer guten Nachricht rechnen. Sie haben auch ein gutes Gefühl. Sie haben auch Glück in die Liebe Partnerschaft. Und welche Wünsche können die Stiergeborenen gerade verwirklichen? Welche Wünsche stehen gerade ganz nah, was realistisch erscheint momentan? Erstes Mal die Ausgewogenheit. Die Stabilität, die Sicherheit, Glück in die Liebe, Partnerschaft, aber Stabilität auch im Arbeitsplatz. Die Stiergeborenen wünschen auch Kraft, all das, was sie trifft, auch in Liebe, Partnerschaft, aber auch beruflich, dass sie alles das bewältigen können, dass sie in diesem Kraft bleiben. Wenn wir über Kraft sprechen, dann natürlich kann auch Krafttraining bedeuten oder Sport bedeuten oder Kraft wie Autofahren. Also das kann auch ein Wunsch sein, gerade bei den Stiergeborenen. Mal ein Fahrzeug kaufen, was kraftvoller ist als das alte Auto. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen kommt etwas im Fluss. Es ist etwas in Bewegung. Es ist schwierig momentan für die Zwillingsgeborenen, andere überzeugen für ihre Meinung. Aber das muss auch nicht sein, sondern sie sollen zu sich selbst stehen, eher zurückgezogen sein und sie müssen nicht jeder überzeugen von ihren Ideen. Wichtig ist, dass sie zu sich selbst treu bleiben. Und welche Wünsche können die Zwillingsgeborenen gerade verwirklichen? Das ist die Liebepartnerschaft. Aber auch Kraft und Mut zu zeigen gerade und etwas verändern in ihrem Leben oder durchsetzen im Leben, das sind Möglichkeiten für die Zwillingsgeborenen. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist einiges in Bewegung und sie haben Glück in der Liebe Partnerschaft. Sie können auch mit einer guten Nachricht rechnen, mit schönen Gesprächen oder mit einem Termin oder Vertrag. Welche Wünsche können die Krebsgeborenen verwirklichen gerade, weil das ganz nah steht? Eine gute Nachricht, ein gutes Gespräch oder ein wichtiger Termin oder ein wichtiger Vertrag bekommen sie. Oder die Gerechtigkeit, sich einsetzen in Gerechtigkeit oder wenn sie eine rechtliche Lage haben, ein Gerichtstermin oder eine Scheidung oder eine erbschaftliche Situation und der Wunsch ist, dass das beendet wird, dass sie Gerechtigkeit bekommen, dieser Wunsch geht auch zum Erfüllung. Oder Erbschaft ist auch möglich, gerade bei den Krebsgeborenen. Aber auch wichtige Thema bei vielen Krebsgeborenen, dass sie etwas loslassen können oder beenden können. Auch die Ängste bewältigen, dass die Angst frei leben. Und so können sie ihre Ziele erreichen. Also das sind die Wünsche, erstmal von etwas befreien. Entweder ein Arbeitsplatz oder eine Partnerschaft oder Ängste. Also sie möchten sich frei zu sein von etwas und dann etwas Neues zu starten, etwas Neues zu erreichen, die Ziele zu erreichen. Bei Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist eine gewisse Unsicherheit momentan. Besonders was die Liebe Partnerschaft betrifft. Und die Gespräche sind auch nicht einfach, weil die Löwengeborenen haben das Gefühl, die anderen hören nicht richtig zu oder sie verstehen etwas nicht. Es ist noch vieles offen. Was für Wünsche können die Löwengeborenen jetzt gerade erreichen? Eine Reise oder ein Auslandsaufenthalt oder ausländische Kontakte
oder ein Studium. Es sind die Wünsche, was ganz nah steht gerade bei den Löwengeborenen, weil da können sie das verwirklichen, das können sie erreichen. Die Löwengeborenen haben nach wie vor karmische Themen und die erste Linie wirkt momentan diese karmischen Themen, die Berufung. Aber wenn wir über Karma sprechen, natürlich gibt es auch karmische Begegnungen. Und das ist nicht nur die beruflichen Ebene, sondern auch in die Liebe, Partnerschaft. Aber was ausgeprägt ist, gerade bei den Löwengeborenen, sie suchen auch momentan ihre wahre Berufung. Die Tierkreiszeichen Jungfrau Geborenen spiegelt jetzt vieles das Leben. Erstes Mal die liebe Partnerschaft. Nicht nur warten, dass die andere kommt oder Gefühle zeigt oder Interesse zeigt oder das anspricht, sondern wichtig, dass die Jungfrau Geborenen auf anderen zugehen. Und so bringen sie das im Gleichgewicht. Welche Wünsche können die Jungfrau Geborenen gerade erreichen? Weil das ganz nah realistisch erscheint momentan. Ihre Berufung leben oder im Arbeitsplatz Anerkennung zu bekommen. Es ist auch möglich, ein klärendes Gespräch zu führen und die liebe Partnerschaft in Ordnung zu bringen. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen ist ein beruflicher Aufstieg. Momentan sind noch Hindernisse da. Aber in den kommenden Tagen verbessert sich das alles, kommt mehr Klarheit und mehr Leichtigkeit. Also nicht aufgeben, sondern geduldig sein, noch ein paar Tage warten, bis eine Verbesserung kommt. Welche Wünsche können die Wagengeborenen erreichen? Welcher Wunsch ist möglich, weil das ganz nah steht, die beruflichen Erfolg, die Freundschaften oder etwas Wichtiges organisieren? Das sind die Wünsche, was erreichbar ist, momentan bei den Wagengeborenen. Bei Tierkreiszeichen Wassermann, bei Tierkreiszeichen Skorpion geboren, genau, Skorpion. Die Tierkreiszeichen Skorpion geboren haben ganz tolle Einflüsse. Mehr Klarheit, mehr Orientierung, schöne Gespräche, auch über Gefühle werden gesprochen, Offenheit, dann auch ein Heilenergie und Glück in die liebe Partnerschaft. Welche Wünsche können die Skorpiongeborenen zurzeit erreichen, weil das realistisch ist, weil das ganz nah steht? Und eine gute Nachricht, ein gutes Gespräch und unerwartete Ereignisse, Glück, Glück in ein Glücksfall, das ist erreichbar. Das klingt unrealistisch, aber wirklich, das ist die Realität. Ein Glücksfall, zum Beispiel Geld gewinnen, oder durch glückliche Umstände jemanden kennenzulernen. Oder plötzlich ergibt sich eine Möglichkeit, eine Chance beruflich. Auf diesem Glücksmoment, Fortuna, das Glück steht in die Seite der Skorpiongeborenen. Wo noch ganz gut liegt, wenn wir bei Wünschen sind, die Gerechtigkeit, dass sie Gerechtigkeit bekommen, Recht bekommen oder eine gerechtigte Behandlung bekommen und Glück in die Liebe, Partnerschaft. Ganz tolle Energie haben die Skorpiongeborenen. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist wichtig, auch dass sie sich durchsetzen, dass sie Kraft zeigen, dass sie wahrgenommen werden. Und welche Wünsche können die Schützengeborenen erreichen? Momentan wirklich wahrgenommen werden, Anerkennung zu bekommen. Es sind Hindernisse da. Aber die Kraft ist da, das zu bewältigen. Und daran liegt die Stärke momentan, die Schützengeborenen und sie bekommen Respekt. Und das ist der Wunsch, was viele Schützengeborenen da ist. Und es ist möglich, momentan das zu verwirklichen, dass sie Respekt bekommen, weil sie Kraft haben und Mut zeigen. Und was sie noch wünschen, die Schützengeborenen endlich mal ihre Meinung sagen, ganz offen, so wie sie sich denken und mal so wahrgenommen werden und Respekt bekommen. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen sollen auf dem inneren Gleichgewicht achten. Sie haben aber schöne Einflüsse von außen, auch beruflich, auch finanziell, auch in die Liebe, Partnerschaft. Welche Wünsche
können die Steinbockgeborenen erreichen, weil das ist ganz nah, also erreichbar, realisierbar. Geld und Macht, das steht ganz nah für die Steinbockgeborenen. Eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten oder klärenden Gespräche. Und was noch erreichbar ist, befreien von etwas, befreien von Enge oder befreien von all das, was bedrückt. Frei zu sein. Viele Steinbockgeborenen wünschen einfach mal frei zu sein, freie Entscheidung oder freiberuflich oder Unabhängigkeit. Und das sind die Wünsche, was erreichbar sind und Geld und Macht und gute Geschäfte. Welche Wünsche sind erreichbar bei den Wassermanngeborenen? Die Wassermanngeborenen fühlen sich momentan etwas unsicher. Sie sollen diese Unsicherheit überwinden. Kleinere Veränderungen sind möglich oder ein Besuch von jemand. Sie werden auch wahrgenommen. Und das ist auch ein Wunsch für die Wassermanngeborenen, Anerkennung und Lob. Und welche Wünsche sind noch erreichbar, realistisch? Geld zu machen, gute Geschäfte machen, etwas Neues lernen oder Schulungen anbieten, Schulungen geben, die Ideen so verwirklichen, dass sie das auch finanziell lohnt, also Geschäfte zu machen. Und Medien spielt auch eine Rolle, die Öffentlichkeit, die Medien, auch bei vielen Wassermanngeborenen erfolgreich zu sein. Und das ist gerade die Wünsche, was erreichbar sind. Also gute Geschäfte zu machen, ihren Ideen umsetzen, aber auch Geld damit verdienen, wahrgenommen werden und in die Öffentlichkeit, die Medien. Das sind die erreichbaren Ziele. Und das war dieser Schicksalstag, was ich noch erwähnen möchte. Ich habe nicht nur diesen Kanal, wo die täglichen Horoskope ich vermittle, die Tageshoroskopen, sondern ich habe noch weitere Kanäle. Und das möchte ich nochmal wiederholen, bekannt geben. Einmal die venezianisches Liebesorakel. Natürlich geht in erster Linie um Liebe, Partnerschaft, viele, viele Legungen, der Garten der Liebe. Wie denkt er, wie fühlt er sich, was ist der nächste Schritt, wohin führt das alles? Oder das karmische Schloss, eine karmische Legung, wenn es um karmische Liebe handelt, aber die Thema ist auch die Liebe. Dann die Legung, Klärung, wie wir etwas klären über Beruf oder Familie oder Finanzen. Aber gibt es auch andere Klärungen, auch, wo dann um die Liebe geht. Und das sind diese Legungen. In den meisten handelt sich um Liebe, Partnerschaft. Dann habe ich nochmal einen anderen Kanal und das heißt orientalisches Liebesorakel. Natürlich handelt sich auch viel um die Liebe, Partnerschaft und Legungen, aber auch Traumdeutung und Kaffeesatzlesen und viele, viele Düfte. Dann habe ich nochmal einen Kanal, Meisterin des Gartenlegens. Und da können Sie die Kunst des Kartenlegens erlernen, die Lönomatkarte. Jetzt starte ich auch mit Kipperkarten und da sind auch viele, viele Legungen zum Lernen. Und ich habe als Neues auch Kabbala Engel Orakel. Und hier geht es um die Kabbala und die Ordnung, die Engel und wie diese Engel beeinflussen unserem Leben und welchen Tagen ändert sich diese Engelenergie und da kommen auch noch viele, viele Aufnahmen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.